In der geschäftigen Stadt Los Angeles, wo Träume und Pläne miteinander verflochten sind, in einer Welt, in der Menschen und anthropomorphe Tiere Seite an Seite leben, übernimmt Mr. Wolf, ein geschickter Taschendieb und Räuber, die Führung über die bösen Jungs, eine berüchtigte Gang von kriminellen Tieren, die für ihre kühnen Diebstähle und Abenteuer bekannt sind. Ihr Hauptziel ist der hitzköpfige Polizeichef Misty Lugins. Die Geschichte beginnt mit der Einführung von zwei fesselnden Charakteren, dem rätselhaften Mr. Wolf und seinem vertrauenswürdigen Vertrauten, Mr. Snake. Die Leute im Diner fühlen sich wegen ihres räuberischen Rufes nervös in ihrer Nähe. Aber überraschenderweise unterhalten sie sich gerade über Snakes Geburtstag, der zufällig genau an diesem Tag ist. Spielerisch beschließen sie, eine nahegelegene Bank auszurauben und nutzen dabei die Angst, die andere vor ihnen haben, zu ihrem Vorteil. Während sie fliehen, führt Chief Misty Lugins, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wolf und seine Gang, die bösen Jungs, zu schnappen, die Behörden auf ihrer Verfolgungsjagd an. Die Geschichte setzt sich fort, als Wolf und Snake sich mit ihrem Team treffen, wobei jedes Mitglied eine bestimmte Rolle hat. Wolf ist der redegewandte Anführer, Snake ist der Experte für Safeknacken, Ems, Tarantula oder Webs ist ihre Hackerin, Mr. Shark ist der Meister der Verkleidung und Mr. Piranha bringt ein Element der Unvorhersehbarkeit in die Gruppe ein. Ihr aufregendes Abenteuer durch die Stadt entfaltet sich, während Lugins und ihr Team verzweifelt hinter ihnen herjagen. Trotz ihrer Bemühungen überlisten die bösen Jungs geschickt ihre Verfolger und entkommen erfolgreich mit ihrer gestohlenen Beute. Zurück in ihrem geheimen Versteck feiert die Gang die Beute ihres Raubüberfalls, darunter gestohlenes Gold, Geld und unbezahlbare Artefakte. Obwohl Snake Geburtstage nicht mag, findet er Freude daran, den Tag mit seinen geschätzten Freunden zu verbringen, auch wenn er es nie offen zugeben würde. Beim Ansehen der Nachrichten sehen sie die Reporterin Tiffany Fluffett, die über ihren neuesten Raubüberfall berichtet, und Gouverneurin Diane Foxington bezeichnet sie als abgestiegen und unwahrscheinlich, wieder erfolgreich zu sein, was die ganze Gang verärgert. Um Dianes Ablehnung zu trotzen und zu zeigen, dass sie immer noch eine Macht sind, mit der man rechnen muss, entwickelt Wolf einen mutigen Plan für die Gruppe, den angesehenen Goldenen Delfin Award zu stehlen. Die Auszeichnung soll dem Philanthropen Professor Rupert Marmalade IV bei einer schicken Gala-Veranstaltung verliehen werden. Die Bühne ist für einen aufregenden neuen Raubüberfall bereitet, der zweifellos die Zuschauer in Atem halten wird. Die bösen Jungs, auf dem Weg zur Gala, nehmen sich Zeit, ihre Verkleidungen anzulegen. Unter ihnen führt Wolf ein Gespräch mit Diane, um sie zu manipulieren und ein Foto ihres Auges für einen Scanner zu erhalten. Während sie ihren Auftritt machen, setzt Wolfs Diebstahlinstinkt ein und er versucht, einer älteren Dame die Handtasche zu stehlen. Als er jedoch das mögliche Unheil sieht, das seine Handlungen verursachen könnten, entscheidet er sich stattdessen, ihr zu helfen. Überraschenderweise löst die Wertschätzung der Dame bei Wolf eine unerwartete Emotion aus, die er nie für möglich gehalten hätte. Während der Veranstaltung lenkt Shark ab, um Wolf und Snake den Zugang zum Raum zu ermöglichen, in dem die Auszeichnung aufbewahrt wird. Doch Diane erweist sich als vorsichtiger als erwartet und setzt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Pläne der bösen Jungs zu durchkreuzen. Tarantula versucht, das System zu hacken, stößt jedoch auf ein mächtiges Firewall-Hindernis. Inzwischen führt Piranhas Nervosität zu einer Gasfreisetzung, wodurch Tarantula das Bewusstsein verliert und ihre Bemühungen vorübergehend unterbrochen werden. Als die Gruppe im Begriff ist, die Auszeichnung zu ergreifen, kommen Wolfs Emotionen erneut ins Spiel, als Marmalades Rede seinen Schwanz zum Wedeln bringt und die Enthüllung ihrer wahren Identität und das Ruinieren ihrer Verkleidungen auslöst. Ihr Fluchtplan mit einem Enterhaken erweist sich als erfolglos, was zu einem bedauerlichen Vorfall führt, bei dem Wolfs Hose zerreißt und letztendlich werden sie alle erwischt und verhaftet. Während sie in Gewahrsam sind, nutzt Wolf eine Gelegenheit, um sich Diane zu nähern und ein scheinbar innovatives Experiment vorzuschlagen, um die bösen Jungs zu rehabilitieren und sie in produktive Mitglieder der Gesellschaft zu verwandeln. Überraschenderweise scheint Marmalade von der Idee angetan zu sein und pflanzt eine Saat der Hoffnung. Diane stimmt dem Experiment zu, ohne zu ahnen, dass alles nur ein Trick ist. Wolf enthüllt der Gang, dass der Vorschlag eine Fälschung war, um ihnen zu ermöglichen, ihre kriminellen Aktivitäten fortzusetzen und den goldenen Delfin tatsächlich zu stehlen. Die bösen Jungs wagen sich zum Anwesen von Marmalade, wo er stolz eine Lampe aus einem Meteoriten präsentiert, der im letzten Jahr in die Stadt gefallen war. Dieser Meteorit hatte die Grundlage für Marmalades philanthropische Bemühungen gelegt und seinen Ruf etabliert. Er beschließt, die bösen Jungs eine Reihe von Tests basierend auf guten Taten zu unterziehen. Der erste Test beinhaltet das Teilen eines Push-Pops, einer Lieblingssüßigkeit von Shark.
Doch Snakes Gier führt dazu, dass er ihn komplett verschlingt, was Shark dazu bringt, Snake komplett zu verschlucken. Als nächstes fordert Marmalade Wolf auf, sich als Oma zu verkleiden, und Piranha soll ihm beim Überqueren der Straße helfen. Leider provoziert Tarantula Piranha, was zu einer Ablenkung führt, bei der Wolf von einem Lastwagen erfasst wird. Zuletzt versuchen sie, eine in einem Baum feststeckende Katze zu retten, aber ihr bedrohlicher Ansatz erschreckt die Katze nur noch mehr und verschlimmert die Situation. Marmalade hinterfragt ihre Fähigkeiten und entdeckt, dass ihre Expertise im Stehlen liegt. Marmalade bringt die Gruppe zu Sunnyside Labs, wo zahlreiche Meerschweinchen gefangen gehalten werden, erstattet die bösen Jungs mit niedlichen Einteiler-Pyjamas aus und hilft ihnen dabei, einen Plan zur Infiltration des Labors zu entwerfen. Während Shark für Ablenkung sorgt, betritt Snake den Raum mit den Meerschweinchen, aber seine Zuneigung zu ihnen führt dazu, dass er die meisten der hilflosen Kreaturen frisst. Als sie versuchen, die verbleibenden Meerschweinchen zu befreien, werden sie bei der Tat erwischt und ziehen die Aufmerksamkeit von Protestierenden auf sich, die Zeugen einer vermeintlichen kriminellen Handlung werden. Später besucht Diane Marmalades Anwesen und beschließt, sein Experiment nach der katastrophalen Laborrettung abzubrechen. Dennoch schafft es Wolf, sie zu verzaubern und sie zu überreden, ihnen eine weitere Chance zu geben, da er immer noch an ihr Potenzial für Gutes glaubt. Wolf versucht wirklich, die Katze im Baum zu retten, spricht zärtlich mit ihr und erkennt die Wahrnehmung von ihnen als Monster an. Schließlich wird die Katze warm mit Wolf, und Marmalade enthüllt, dass er die Tat aufgezeichnet hat und so positive Publicity für die bösen Jungs generiert wird. Snake hört jedoch mit, wie Marmalade darüber spricht, seine Freunde aus seinem Leben zu streichen, wenn er wirklich einen Weg des Guten verfolgen will. Die Gang bereitet sich aufgeregt auf eine neue Gala vor, bei der Marmalade mit dem angesehenen Goldenen Delfin Award geehrt werden soll. Die Veranstaltung präsentiert auch einen wertvollen Meteoriten. Die bösen Jungs haben jedoch andere Pläne im Sinn. Sie sind entschlossen, ihren zweiten Raubüberfall durchzuführen, und Snake schmiedet einen Plan, um die Sicherheitscodes von Lugins zu bekommen, die bequemerweise an sie gefesselt ist. Aber dieses riskante Manöver droht fast zu scheitern, als Snake beinahe bei der Tat erwischt wird. Gerade als es so aussieht, als sei ihr Raubüberfall zum Scheitern verurteilt, betritt Piranha die Bühne und fängt an zu singen, während sich Shark und Tarantula anschließen, um eine Ablenkung zu schaffen. In der Zwischenzeit überrascht Wolf alle, indem er mit Diane tanzt, und er ist gerührt von der Tatsache, dass die Menschen in der Stadt ihn nicht mehr als beängstigende Figur wahrnehmen, sondern als guten Menschen. Wenn die Zeit gekommen ist, Marmalade den goldenen Delfin zu überreichen, beabsichtigt die Gang, diese Gelegenheit zu nutzen, um die Auszeichnung zu stehlen. Doch Wolf hat im letzten Moment ein Einsehen und lässt Marmalade den echten Preis nehmen, indem er ihren Plan aufgibt. Aber die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung, als das Licht ausgeht und der Meteorit während der Verwirrung verschwindet. Die Schuld fällt auf die bösen Jungs, die leider ein Schild vorbereitet hatten, um ihre Flucht zu verspotten, aber nur ihre Situation verschlimmerten. Während sie versuchen zu entkommen, gibt Wolf Diane heimlich eine Karte mit einer markierten Position darauf. Die Flucht der Gang erweist sich als vergeblich, da sie erneut gefangen genommen werden. Marmalade, verkleidet als alte Dame, konfrontiert sie im Polizeiwagen und enthüllt sich als eigentlicher Drahtzieher hinter all den jüngsten Ereignissen. Er hat Wolf geschickt manipuliert und das gesamte Szenario inszeniert, wobei er die Gang als bloße Bauern für seinen großen Raubüberfallplan benutzt. Wolf, von Wut überwältigt, versucht Marmalade anzugreifen, doch seine Handlungen verstärken nur die öffentliche Wahrnehmung von ihnen als Schurken. Diane wird misstrauisch gegenüber Wolfs Handlungen und beschließt, der Karte zu folgen, die er ihr gegeben hat. Zu ihrer Überraschung führt die Karte sie zum Versteck der bösen Jungs, wo sie all den Beutezug entdeckt haben, den sie angesammelt haben. Während die bösen Jungs eingesperrt werden, gibt Wolf zu, dass er den Raubüberfall sabotiert hat, weil er nicht länger ihr Leben in der Kriminalität fortsetzen möchte. Er glaubt, dass der Rest der Gang ihn zurückhält und versehentlich ihre Gefühle verletzt. Snake, der sich besonders verraten fühlt, startet einen Angriff auf Wolf. Plötzlich taucht ein ehemaliger berüchtigter Dieb namens Crimson Poe auf und liefert sich einen Kampf mit den Wachen. Es stellt sich heraus, dass Crimson Poe niemand anders als Dianes alte Persönlichkeit aus ihrer Vergangenheit ist, bevor sie Gouverneurin wurde. Diane befreit die bösen Jungs und bringt sie ans Ufer, entschlossen, Marmalades böse Pläne zu stoppen. Die restliche Gang ist jedoch nicht bereit, Wolf für seine Worte zu vergeben, und lässt ihn sich zurückgewiesen und allein fühlen. Diane führt Wolf zu ihrem persönlichen Versteck und teilt ihre eigene vergangene fast erfolgreiche Versuch, den goldenen Delfin zu stehlen. Sie erklärt, dass sie sich entschied, sich von ihrem hinterhältigen Fuchsruf zu lösen und den Weg des Guten einzuschlagen.
Inzwischen nutzt Marmalade die Kraft eines Meteoriten, um die Köpfe aller Meerschweinchen in der Stadt zu kontrollieren. Er benutzt sie, um eine Reihe von Raubüberfällen durchzuführen, bei denen Lastwagen mit Geld als Ziel dienen, die ursprünglich für wohltätige Zwecke bestimmt waren. Nach ihrem letzten Raubüberfall kehren Snake, Tarantula, Piranha und Shark in ihr Versteck zurück und stellen fest, dass ihre gestohlene Beute verschwunden ist. Unter den wenigen verbliebenen Gegenständen befindet sich ein einzelner Pushpop im Kühlschrank, den Snake großzügig Shark anbietet, aus unbekanntem Grund. Als sie Snakes unerwartete Freundlichkeit beobachten, beginnen die anderen über ihre eigene Fähigkeit zum Guten nachzudenken. Snake besteht jedoch hartnäckig darauf, dass sie für immer böse Jungs bleiben werden, und verlässt die Gruppe. Inzwischen kommen Wolf und Diane im Versteck von Marmalade an, um ihm entgegenzutreten. Während ihrer Begegnung deaktivieren sie fast den Meteoriten, aber ein unvorhergesehenes Missgeschick tritt auf, als Wolf den goldenen Delfin berührt, und sowohl er als auch Diane werden elektrisch aufgeladen. Marmalade nutzt diese Gelegenheit, um sie zu fangen, und setzt sie einer gefährlichen Situation mit sich drehenden Klingen aus. Er enthüllt auch, dass Snake sie verraten und sich seiner Seite angeschlossen hat. Glücklicherweise werden sie schließlich von Shark, Tarantula und Piranha gerettet, und gemeinsam setzen sie alles daran, Marmalades Missbrauch des Meteoriten zu stoppen. Die bösen Jungs begeben sich auf eine stadtbreite Suche nach den geraubten Lastwagen, und mit Dianes Hilfe hackt Tarantula in sie ein, während Piranha Gadgets platziert, um ihre Ziele umzuleiten. Sie leiten die Lastwagen erfolgreich zurück zu ihren ursprünglichen wohltätigen Zwecken. Als sie fast ihr Ziel erreichen, den Meteoriten zurückzubekommen, erkennen die bösen Jungs, dass sie zuerst Snake retten müssen. Bei ihrer Verfolgung von Marmalades Hubschrauber stehen sie vor einer schwierigen Entscheidung, und Wolfs Tapferkeit zwingt Marmalade, Snake freizulassen. Allerdings entkommt Marmalade mit dem Meteoriten, was zu einer gefährlichen Situation führt, als sie auf eine unvollendete Brücke fahren. Wolf schafft es, Snake zu retten, und das Team arbeitet zusammen, um in Sicherheit zu gelangen. Während sie von der Brücke gezogen werden, ist Lugins, die darauf brennt, sie zu verhaften, überrascht zu sehen, dass Wolf und seine Freunde bereitwillig gehorchen und sich stellen. Marmalades Pläne scheitern, als er seinen Hubschrauber abstürzen lässt, als er den Meteoriten zurückbringen will, aber zu spät merkt, dass er gegen eine Attrappe ausgetauscht wurde. Snake enthüllt, dass er immer geplant hatte, Marmalade auszutricksen. Er gab nur vor, sich ihm anzuschließen, um den Meteoriten gegen eine Replik auszutauschen, wodurch der echte Meteorit in Marmalades Anwesen explodiert. Zu Marmalades Problemen kommt hinzu, dass der Diamant, den er von Diane genommen hat, sich als derjenige herausstellt, den sie zuvor gestohlen hatte. Das führt dazu, dass Lugins schließt, dass Marmalade der Crimson Po war. Er wird ebenfalls verhaftet, während die bösen Jungs ein Gefühl der Erfüllung für ihre heldenhaften Taten verspüren. In einer überraschenden Wendung gesteht Wolf, dass er den Pushpop im Kühlschrank gelassen hat, um seine Freunde dazu zu inspirieren, das Gute zu umarmen, sehr zur Überraschung von Snake. Ein Jahr später werden die bösen Jungs aus dem Gefängnis entlassen und offiziell als Mitglieder der bösen Jungs akzeptiert. Diane und die Katze aus dem Baum holen sie ab, was ihre neu gefundene Kameradschaft und Zielstrebigkeit symbolisiert.